It's over. It's over. I ran the complete fucking way and it's over. Sehr verehrte Damen und Herren und Inklusivgeschlechter, ich bin's, eure Weinhaus, und ich glänze wie eine Speckschwarte, denn es ist draußen 3 Milliarden Grad und Zeit für Pride. Ja, ich starte heute in die Pride-Season und zwar so richtig in Berlin. Zuerst mit Pride Live, direkt aus dem 25 Hours Hotel. Da nehme ich euch mit hin und danach schwinge ich noch meinen knochigen Arsch auf zur Demo, nämlich zur Pride-Demo. Es gibt dieses Jahr eine richtige Pride-Demonstration, ganz anders als man es sonst kennt. Nicht mit Party-Trucks, nicht mit besoffenen Transen, die unter die Räder kommen, nicht mit 3 Milliarden Menschen, die ganze Innenstadt bevölkern, sondern mit einer kleineren Anzahl an Menschen und mit mehr Politik dahinter wahrscheinlich. Jetzt bin ich aber erstmal im Expresslift hinauf ins Neni bzw. in die Monkey Bar, denn dort findet die Live-Übertragung von Pride Live statt und es ist nämlich, wie gesagt, 3 Milliarden Grad draußen. Frisch abgepudert klingt sich trotzdem, als hätte ich mich gerade in eine Fritteuse gelegt, aber das macht ja nichts, denn Sommer ist halt Sommer, nicht? Guten Morgen. Guten Morgen. So, das ist die Monkey Bar tagsüber, wenn keine Porschen zu reichen Menschen hier sind, die das Geld zum Fenster raus. Guck mal, da sind die ganzen Homosexuellen, die gehen alle gern zum Sport, ich nicht, deswegen sind die straff und ich schwammig. Guten Morgen, naja, what's up? Happy Pride Live, nicht? Und guckt euch mal, ich muss mal ganz kurz an euch vorbei, guckt euch mal diese Aussicht an. Also wenn ich das Geld hätte, würde ich es einfach kaufen und hier oben wohnen und dann hier immer so rumsitzen im Fummeln und im Sommer auch schwitzen. Jetzt habe ich dann tatsächlich auch zum Glück mein ganzes Gelumpe angeschlossen, kriege ich jetzt noch ein kleines Mikrofon an die Puperze geklebt, damit auch alle im Internet mein ganzes Gelaber hören können. Man muss den Leuten auch was bieten, ne? Nur Optik allein reicht ja heutzutage nicht mehr. Und so sieht es übrigens aus, also da stehen ganz viele technische Sachen rum und ganz viele Homo- und Heterosexuelle, glaub Jungs oder so, die drücken dann auf so Knöpfe und machen was mit Kabeln und so und dann sitzen die da und sind ganz beschäftigt. Das ist mal der Felix, den habe ich halt schon wahnsinnig genervt, die arme Sau. Aber der kennt es ja. Und was ganz toll ist hier oben, die Monkey Bar heißt übrigens Monkey Bar, weil man von hier oben in den Zoo bzw. da unten ins Affen- oder Pavian-Gehäge gucken kann. Ja, geht's auch gleich los. Sehr verehrte Damen und Herren und Inklusivgeschlechter, mein Name ist Jackie O'Weinhaus und ich habe die große Ehre, diese wundervolle Online-Veranstaltung für Sie zu eröffnen. Es heißt Pride Live. Und wir übertragen für Sie aus dem 25 Hours Hotel hinaus in jedes Internet in Ihrer Nähe einfach Stolz, Unterschiedlichkeit in Geschlechtern und Sexualitäten. Und Sie sollten einfach mal in Ihrem Leben ein bisschen offener sein, wenn Sie es nicht schon sind. Von daher, Happy Pride Live. Und jetzt geht's auch so richtig los. So, wir sind jetzt schon total live und ich bin voll live und ich kann mich selber beim Live-Sein beobachten, nämlich da oben. Und jetzt könnt ihr mal praktisch sehen, was ich die ganze Zeit sehe. Ich muss gestehen, manchmal liebe ich meinen Job. Ich darf angezogen wie eine Nutte am helllichten Tag hier rumstehen und Musik machen. Und ich zeige euch noch mal kurz die Aussicht. Also erstens, die Kamera seht ihr, dass sie verfolgt mich da jetzt. Und da ist wieder der Uli. Ich glaube, der Uli hat auch einen großen Penis, aber den will er mir immer nicht zeigen. Aber guck mal, wie geil das ist. Und dann kann man da drüben, da hinten, da ist die Reichstägin und der ganze Rotz, der in Berlin so rumsteht. Ich liebe es, Transvestit zu sein. Ich kann es euch gar nicht sagen. Und dann würde ich sagen, Happy Pride auch zu euch. Ich trinke jetzt ein alkoholfreies Bier aus dem Sektglas mit einer Joghurt drinne. Und Pride ist ja was Internationales, deswegen spiele ich jetzt russische Hausmusik. Denn auch in Russland sind queere Menschen, die regelmäßig Unterdrückung erleiden. Deswegen russische Popmusik in deutschen Clubs ist wichtig. Und syrische Popmusik und chinesische Popmusik und kasachstanische Popmusik und Musik aus dem Nahen Osten und so. Jetzt habe ich gerade ein bisschen Auflegepause, weil es nämlich Informationen und Kampfgeist online gibt. Und währenddessen trinke ich einfach meine Limo, gehe mal auf Tö,
ziehe meine Schuhe aus, weil dann kriegt man nämlich nicht so viel Fußschmerzen davon. Und mache total schrille Content-Fotos, weil immer noch jetzt immer Content, weil ich versuche nämlich jetzt Influencerett zu sein. Klappt nie, aber macht ja nichts. Und dann lege ich jetzt noch ein kleines bisschen auf, ich beende mein Set und dann geht's ab zur Demo. Also so richtig demonstrieren, nicht mit Saufen auf dem Wagen oder ins Publikum kotzen, sondern tatsächlich auf die Straße gehen und nicht Lady Gaga und Madonna hören, sondern einfach Kampfgeist zeigen und... Eine Minute noch. Und Gesichtsbekleidung auf die Straße gehen und dafür einstehen, dass man anderen Menschen, die vielleicht nicht so gesegnet sind wie wir hier in dem liberalen und freien Deutschland, dass man die unterstützen kann mit Gesicht zeigen und in meinem Fall BH zeigen. Sehr verehrte Damen und Herren und Inklusivgeschlechter, mein Name ist Jackie O. Weinhaus. Ich bedanke mich ganz herzlich dafür, dass Sie mit mir die letzten 90 Minuten zugebracht haben. Ich freue mich sehr, dass Sie zu Hause trotzdem das Gemeinschaftsgefühl des Prides auf Ihrer eigenen Couch oder am Küchentresen erleben. Denn dafür ist Pride da. Egal wo man ist, kann man sich trotzdem verbündet mit anderen Menschen all over the planet fühlen. Und da sind wir auch schon beim Punkt. Verbündet mit Menschen, die man vielleicht weder kennt noch unbedingt mögen muss, aber trotzdem ist man verbunden mit diesen Menschen, die selbst in ihrer Vergangenheit aufgrund ihrer Sexualität oder aufgrund ihres Geschlechtes negative Erfahrungen gemacht haben. Und das Problem an der Sache ist, dass Menschen nicht nur aufgrund ihrer Sexualität oder ihres Geschlechts diskriminiert werden, es gibt Menschen, die werden aufgrund dessen ermordet. In sehr vielen Ländern auf der Welt ist Homosexualität ein Grund für die Todesstrafe. Und für diese Menschen, die aus dem Leben scheiden mussten, weil sie einfach nur geliebt haben, ist der nächste Song. Natürlich erinnert er ein bisschen an ein großes Fass Butterschmalz, aber auch dafür ist Pride da. Man kann mal ein bisschen schnulzig sein und ein bisschen heulen. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen da draußen für Ihre Aufmerksamkeit, bei dem ganzen Team von Pride Live, vor allem bei Felix, Just und Uli. Und hoffe, dass wir uns bald wiedersehen, wenn die ganze Corona-Pisse vorbei ist, weil dann gehen wir raus auf die Straße. Wir werden wunderschön und laut sein und für unsere Rechte eintreten. Happy Pride Live, eure Weinhaus. Jetzt bin ich tatsächlich endlich fertig mit Auflegen, woran man sehen kann, dass sowohl das Neni, das Restaurant da drüben, als auch die Monkey Bar hier, inklusive des 25 Hours Hotel, was so ein bisschen unten drunter ist, wahnsinnig transvestitenfreundlich ist. Ist das da? Das ist nämlich a Drag Queen Sized Toilet Paper. Ich gehe jetzt mal kurz abführen, wische mir die Puperze sauber und dann gehen wir demonstrieren. Und zwar für die Rechte der queeren Menschen. Ja, jetzt wurde ich tatsächlich dazu angehalten, nochmal was zu sagen, um 60 Sekunden zu füllen. Und weil ich ja so eine richtige Ratte bin, möchte ich jetzt einfach mal alle vom Team zu mir hinter das DJ-Pult bitten, damit die ihre kleinen 40 Sekunden Fame erleben. Komm, alle, die jetzt nicht an Knöpfe drücken müssen. Komm mal, du mit der Bauschaummaske kommst auch rüber. Wir müssen so ein bisschen Abstand. Ach ja, genau. Wir machen Corona, aber wir halten Abstand und ihr kriegt jetzt mal ein bisschen Ruhm. Weil ohne diese ganzen fabelhaften... Komm, Daniel, du siehst auch süß aus. Dich mögen Schwule bestimmt. Komm mal vor die Linse. Ohne diesen ganzen Haufen an zauberhaften, impulsiven Menschen, du bist nicht im Bild, Liebelein, komm mal ran, hier ist noch Platz, der ist noch 1,50. Ohne diese ganzen zauberhaften Menschen wäre diese großartige Veranstaltung nicht möglich, deswegen einen Applaus für euch, weil ihr wirklich ganz großartig seid. Und damit schicke ich jetzt ganz viel Liebe auch zu allen anderen fleißigen Menschen da draußen an. Hast du gerade meine Tussi-Brause leer getrunken? Damit schicke ich jetzt ganz viel Liebe und Kampfgeist nach draußen an alle Menschen, die zuschauen oder vielleicht noch einschalten oder bereits ausgeschaltet haben. Ihr könnt den ganzen Spaß online noch bis Sonntag online bei YouTube und YouTube erleben. Ja. Ja, YouTube. Also wenn ihr Bock habt, euch das Ganze nochmal zu geben, schaltet ein und Happy Pride Live. Happy Pride Live.